herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünwälder Land. Jo, Mohn. Wollte ich, oder war das Mohn? Hatte ich Mohn hinten drin? Ich meine, das war das jetzt Mohn oder Raps? Raps. Raps. Oh, bescheidener Preis. Dann fahre ich den erstmal in meinen Silo. Weil bei zu dem Preis brauche ich nicht verkaufen. Und dann werde ich, glaube ich, auch mal die Stämmchen Richtung Sägewerk bringen. Dass hier mal wieder ein bisschen Ordnung herrscht. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch einen. Doch, eigentlich müsste der John Deere müsste eigentlich im Ding stehen. Im Wald. So. So, Knöpfe drücken. Dann stelle ich die zwei einfach mal ab. Ah, der Dings, der Diesel hat, glaube ich, noch. Hat, glaube ich, noch meine Tiefen locker. Na, das können wir aber besser eigentlich. Vielleicht kommt er auch gleich vorbei. Der wollte die, glaube ich, reparieren fahren zum Jürgen. Achso. Zum Jürgen wollte der die reparieren fahren. Und dann wollte er die, glaube ich, vorbeibringen. Oh, das Gebüsch, das peitscht richtig in das. Ins Face. So. Da. Ja, Schneider hat sich ein paar Tage freigenommen. Der kommt eventuell diese Woche noch. Vielleicht auch erst wieder nächste Woche. Muss ich da mal gucken. Warte mal, da kann ich doch gerade mal ins Tablet reingucken. Holzkohle. Holzkohle ist schon wieder voll. 7 Paletten, Alter. Das ist schick. Karton. Haben wir auch schon wieder ein bisschen. Ah, Wasser brauchen wir. Warte mal, da rufe ich doch mal das LU an. Gleich. Leerpaletten haben wir noch genügend. Papierproduktion. Läuft gleich voll, ist aber auch Wasser leer. Also 20, 40.000 Liter Wasser könnten wir schon vertragen.
Sägewerk. Läuft. Ist aus? Warum ist es aus? Lol. Hä? Machen die anderen auch aus? Volker Varuna, hallo? Stefan Müller hier. Hallo Müller, was und los? Und zwar, ich wollte nochmal nachfragen, wann Sie überhaupt mal hochkommen wollten. Ah, oh ja, stimmt. Das hatten sie die letzten 2 Wochen so ein bisschen unterdrückt. Ja, ich bin gerade verwirrt. Lass mich gerade überlegen, weil da, es reicht ja nicht, wenn ich alleine komme. Ich muss natürlich mit den anderen Kollegen vom Gemeinderat zusammenkommen. Ich würde die mal kurz durchfunken und dann wird man recht schnell zu ihnen hochkommen. Ja, weil ich das... Ich bin noch nämlich gerade unterwegs. Ich bin dann auch gleich oben an Hofer, falls sie mich mit brauchen da oben. Ja, das wäre schon gut. Dann könnten wir uns gerade ein bisschen austauschen, Ja, was sie das planen wäre gut. und so. Ja. Dann würde ich gucken, dass ich den Gemeinderat zusammenziehe und dass wir dann zu Ihnen hochkommen. Jo. Gut, gut, dann bis dann später. ciao. Tschüss. Hallo, hier ist Herr Neumann. Jo, Neumi, servus. Du, der Müller, der Stefan, der wollte ja noch eine Bio-Zertifizierung haben. Ja, aber was, ja? Moment, bin ich jetzt umsonst in den Wald gelaufen? Weiß ich nicht. Cool. Wo ist mein John Deere? Och, nö. Könnten wir uns da relativ zeitnah bei ihm oben treffen? Müssen halt den Hof prüfen, ob das jetzt so passt. Ja, das passt mir ganz gut, weil ich da auch noch Mist abholen möchte. Ja, das heißt, du fährst nicht mit dem Auto. Nee, aber ich fahre mit meinem LKW. Da kannst du auch rein. Wenn das geht und du vorbeikommen könntest, das wäre super. Ja, ich komme dann vorbei, wenn ich Zeit habe. Aktuell bin ich noch bei einer Ernte. Achso, aber dann. Weil ich aber dem gesagt habe, wir kommen relativ zügig. Aber kriegen wir diese Woche auf jeden Fall noch hin? Ja, diese Woche auf jeden Fall. Okay, morgen oder übermorgen? Ja, spätestens übermorgen. Okay, weil der hat gemeint, der wäre dann auch am Hof. Und dann könnten wir uns mit ihm gleich austauschen. Ja, das... Ah, aber da fällt mir noch was anderes ein. Habt ihr ein Wasserfass? Ja... Ich bräuchte nämlich Wasser in meiner Zelluloseproduktion und hatte überlegt, ob ihr das mir fahren könntet. Wasser fahren direkt von der vom Wasserwerk aus oder was bei euch näher ist oder geschickter vom Weg her? Vom Weg her wäre, glaube ich, am Bergen. Was im Bergen, naja. Es liegt ja bei euch auf dem Weg. Ja, genau. Okay, würde ich dann beauftragen euch. Insgesamt 40.000 Liter. Ja, okay, gebe ich so weiter. Ich glaube, das wird jetzt sofort passieren. Ja. Hier, Glück gehabt. Okay, gut, dann bis später. Tschüss. Bis später. Hallo, hier ist Herr Lukas Müller. Hallo Müller. Hallo. Der andere Müller, der Stefan. Ja. Der hätte gerne Bio-Zertifizierung. Da hat man, glaube ich, letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ja, kann ich mich so ganz dunkel noch daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, das mag sein. Jo, da müssten wir uns mal bei ihm treffen. Ja, das trifft sich ganz. Sag mir mal schnell, wo ist noch mal sein Hof? Das war Hof 1, oder? Ja, ganz oben.
Ah, das liegt ja perfekt, weil ich muss noch einen Wasserturm hier auffüllen. Also ich muss übers Wasser weg und dann fahre ich einmal noch bis Hof 1. Das wäre ja dann ganz gut. Wollen wir uns dann jetzt gleich treffen, oder? Ich würde jetzt auch relativ bald hochfahren, ja. Soll ich dich abholen irgendwie? Ja, wenn du da oben bist, dann extra runtergurken brauchst du nicht. Nee, ich bin ja jetzt noch unten, also ich könnte dich auch schnell abholen fahren, ist kein Ding. Ja, würde passen, weil ich fahre jetzt nochmal kurz in den Wald, muss einen Anhänger rausholen. In deinem Waldstück da, wo der dein Mitarbeiter auch letztens war, oder? Nee, kommst du zum Sägewerk. Ja, zum Sägewerk, okay, dann fahre ich da schnell den Schlenker so quasi. Da musst du nicht extra fahren, das wäre ja Schwachsinn. Ja, das passt auch. Perfekt. Gut, dann bis später. Tschüss. Gut, tschüss. So, gut. Ja, dann sind wir morgen oben. Dann passt es. Hol ich kurz noch den Holzanhänger aus dem Wald. Weil ich meine, dass die Pacht jetzt sowieso ausläuft. Ich meine, das war ja nur noch letzte Woche und jetzt ist die Pacht rum. Ranfahren, oder? So. Kuppel die Kuppel. Ich hoffe mal, dass der Johnny das packt mit dem Anhänger hier. So, machen wir mal alle Laternen hier an. Dass uns da keiner ans Bein pinkeln kann. Schon einiges, was da hinten jetzt dranhängt mit dem Anhänger. Ich brauche auch ein bisschen, bis er auf Touren kommt. Dann haben wir nämlich wieder einiges an Holz im Wald liegen. Und wenn wir es brauchen, vor allem für Hackschnitzel, können wir das wieder da runternehmen. Jetzt quält er sich aber. Thank you.
Jetzt ist nur die Frage, wie schnell ist der mit seinem Gefährt? Oder schaffe ich es nochmal in den Wald? Ich glaube, ich probiere es einfach. Wird schon passen. Wenn nicht, muss er halt ein bisschen warten. Ach nö, war ich auch noch zu schnell. Weil dann kann mich der nachher im Wald absetzen, oder wer auch immer das macht, entweder der Müller oder der Neumann, kann mich dann im Wald absetzen und dann kann ich den Harvester nach Hause fahren. Ach so. Oh. Gut, liebe Leute, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen gibt's dann, treffen wir uns oben beim Stefan Müller und schauen uns seinen Hof an. Mal gucken, ob er das Bio-Zertifikat kriegt. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.